Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, wann ihr mir schaut. Ich bin Mike von meiner Studiengang und begrüße euch zum fünften Kampf, nee, sechsten Kampf im UDT. Diesmal gegen Blocky und ja, wir sollten vielleicht mal wieder gewinnen. Aktueller Stand bei uns ist, wir stehen bei 1:4, nachdem wir den ersten Kampf eigentlich recht stark gewonnen haben. Auch wenn für eine Differenz etwas kacke. Lief es nach jetzt nicht so unfassbar geil. Entweder war ein Braindead von mir schuld oder was anderes. Zumindest, ja. Letzte Woche ging es in Blocky. Teambuilding sollte gestern kommen oder vielleicht ein bisschen später, keine Ahnung. War in den letzten Wochen nicht unbedingt immer pünktlich damit. Aber man kam es auch gar nicht oder eben verspätet. Mal gucken. Und jo, er will mir eigentlich schreiben, wenn ich Aufnahme starten kann. So, und ich kann auf OK gehen hier. Jetzt sehen wir gleich sein Team. Ich habe schon meine Word-Datei offen, damit ich es mir aufschreiben kann. So, Team-Info. Gastrodon, okay, das war klar, weil er Mons gegen Parakifa und Golopper braucht. Dann, festes Ding nochmal. Pantifrost. Sehr nice. Galuk ist auch dabei. Mimikma tatsächlich nicht, dafür Raichu. Fruyal und Rachi natürlich. Rachi muss ja immer mit. So, gegen das Team würde ich tatsächlich, glaube ich, einfach mal mit Cassie rein und weil wir können eigentlich gegen fast alles davon drücken. Irgendwas kann gegen alles kann ich irgendwas drücken. Vor allem die Sache ist, wir haben Bug dabei, der eigentlich ja für Fabrikas abgestellt war und der kann jetzt viel gegen Fruyal und so arbeiten. Das finde ich halt sehr gut. Aber bei Rapilio ist nicht groß anders, der war für Mimikma abgestellt und für Garbodor. Also ich finde das Matchup hier an sich halt sehr angenehm. Kann sein, dass es jetzt natürlich komplett in die andere Richtung ausgeht, aber hoffen wir es mal nicht. Dann schauen wir mal, jo, er ist ready. Sehr wunderschöne Kampfkarten hier, 69, Ehre. Ehre. So. Der pinkhaarige Blocky mit seinem MVP. Okay. Raichu kommt und bei uns kommt Cassie. Jo, es ist die Sache, er kann natürlich einen Surfer haben, der Garpa wahrscheinlich killen würde. Vielleicht will ich da jetzt nicht unbedingt drin bleiben. Und ich soll vielleicht nicht über OBS ins Spiel reingucken, sondern über Game Capture. Jo. Ist allgemein immer schnell dabei. Ich kann jetzt natürlich in Atlas rausgehen. Aber ein Surfer wäre jetzt halt schon mehr nicht so geil. Da könnte ich auch eher in die Mani gehen. Außer wenn halt ein Focus Blast kommt. Focus Blast wäre jetzt ein bisschen sehr unlucky. Ich habe hier draußen einfach in die Mani. Ich komme in alles außer Focus Blast sehr gut rein. Was halt so Coverage-mäßig spielen will. Wollte ich in Mani go. Was kommt? Surfer, okay. Ja, den fahren wir sehr gut ab. Und können danach einfach mal auf den Dark Hills gehen. Er muss ja Angst haben von der Erdkräfte oder von dem Erdbeben. Okay, wir haben schon mal Essen nicht gestarft. Und ich arme auf die Finsteraura. Wir machen unfassbar viel Schaden auf alles. Er hat Skalk theoretisch dabei. Und dann vielleicht auf den Draco gehen. Mal gucken, wie Skalk. Ja, ich auf Draco und schon mal, wie Skalk invested ist. Er muss ja Angst haben, dass ich auf den Dark Hills gehe. Folglich. Jo, darf ich meinen Kalk kurz nebenbei? Auf jeden Fall, wir können schon mal aufschreiben. Live. Orb. Surfer. Okay, Gaston kommt rein. Was machen wir dem? Mit dem Draco? Wie Jagdbärchen? Okay, das ist weniger als die Hälfte. Kalken wir das mal rein. Hydreigon, Imani, so. Dann war das Set gegen Gastrodon. Also entweder haben wir eine absolute Low-Roll bekommen oder der ist ziemlich fett speziell defensiv. Geht beides.
Jo, und wenn das so ist, gehe ich einfach mal. Okay, wen gehe ich in Bug oder gehe ich in Inara? Inara. Hier erstmal in Inara. Um mal die Monster rauszuholen, die er dagegen dabei hat. Okay, was kommt? Diese Bilder, das ist das Ding, okay. Aber ich glaube nicht, dass Fuyal arg viel gegen Bug machen kann. Der ist Full Fist Death. Auf jeden Fall mit Begeisterung, glaube ich, ich habe keine Lefties gesehen. Folglich weiß ich jetzt nicht, was das Ding für ein Item hat. Das Geld kann ich eigentlich beim einen auch schon Evolit reinschreiben, das ist halt safe, dass der einen hat. Was soll denn der sonst spielen? Ich hab irgendwie mal in den Controller gekommen. Okay, Inara geht direkt wieder raus. Bug kommt rein. Das soll jetzt wie gesagt nicht arg viel von kassieren. Ja, das ist nix. Das war 9 KP. Mal gucken. Aber ich glaube aus 9 KP kann man jetzt nicht so viel raus, oder? Beware. So eine U-Turn. Der ist schon mal nicht gechoiced. Also die Choice-Bänder zumindest. Dann haben wir einen Cassie. Weil ich glaube jetzt einmal nicht, dass er gescarft ist. Und einen Ice Beam, der jetzt wahrscheinlich kommen wird, weil da hier ein Switch in Hydra predicted. Auf die Psychic. Den sollten wir ganz gut tanken. Was anderes wäre jetzt schon ein bisschen schmerzhafter, aber ein Ice Beam sollten wir sehr gut abfangen können. Oder was kommt da jetzt? Cassie. Do your thing. Donnerwelle. Okay. Und jetzt ist es interessant zu wissen, ob das extra für Cassie war oder was anderes. Er kann jetzt natürlich auch nicht wissen, ob ich jetzt Scarf bin oder nicht. Deshalb gehe ich jetzt einmal auf den Flammenblitz. Vielleicht können wir ihn rausnehmen, vielleicht hier einen Gastor und wir können direkt Solarklinge drücken. Ich meine, wir denken, unser Speed sollte nur halbiert sein. Und selbst halbiert sollen wir eigentlich schneller sein als Gastor dann. Jo, kommt Gastor dann rein? Nicht die Mama, das ist Skullet, okay. Flammenblitz. Boah, das ist Damage, holy shit. Skalle. Oh, das war ein Crit, okay. Ich dachte gerade schon. Ja, aber jetzt sehe ich ihn auch immer auf dem Knuddler, oder? Wenn wir da gerade, wie gesagt, nur schauen, ob wir jetzt gearft sind. Oder vielleicht unser Item wegschlagen. Oh, das war jetzt dumm. Vielleicht will er jetzt einfach nur unser Item wegschlagen, aber ein Knuddler. Der will eigentlich jetzt nicht mit dem Knuddler drin bleiben. Der macht ja viel zu viel. Angriffsdrop. Jetzt ein Knockout. Kommt, das ist halt kacke. Okay, nehme ich. Nice. Junge, bist du. Lol. Okay. Nehme ich. Hat er jetzt mit dem Switcher in Lapras gerechnet? Oder was war das jetzt? Also nicht abschlagbare Items habe ich jetzt eigentlich nicht bei mir im Team. Das hatten wir gerechnet. Oder hat er jetzt mit Drifting hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Er hat es mit Beware oder so gerechnet und wollte ihn toxen. Oder mit Rhyperior, aber ja, nehme ich. Was kommt? Ich glaube, das war aber jetzt ein U-Turn. Zumindest habe ich gesehen, welcher rausgetappt bin. MVP, das ist Gastrodon, okay. Nee, ich dachte, das war Gastrodon, weil. Jo, Knuddler, go. Wir haben ihn gekillt, okay, nice. Haben wir schon mal Skalik raus. Perfekt. Aber in dem Ding will ich jetzt eigentlich nicht um ihn drin bleiben. Ach, vielleicht kann es auch sein, dass er jetzt direkt in Dinger predicted in mein Hydra.
Vielleicht jetzt auch nur ein V-Switch. Weiß nicht, ob ich den tanken werde. Kann sein, dass ein Focus Blast dabei ist, aber sein Team ist aktuell ist jetzt nicht so nicht so schnell, also zumindest was jetzt dabei ist. Da ich da jetzt nicht in Tiki-Falo nicht wegwerfen könnte. Ich bin jetzt zwar wieder ein bisschen hart so, aber. Ja. Voltwechsel, okay, nehme ich. Ich sollte auf Lapras auf genug Speed-Investment haben, um einen Bodyguard hochzuholen, bevor das Pantymos mich parat, soweit ich weiß, oder? Wenn wir mal die Stats angucken. Ich hatte einen Pantymos uninvested. Ich muss das mal auf 50 stellen. So. Passt das mit Pantyfrost? Jo, das passt perfekt mit Pantyfrost. Passt sogar mit Fruyal. Der wird schneller sein als wir. Das lassen wir mal. Ich hätte natürlich einen von den dreien gerne. Also Willow, Atlas oder Inara. Ich glaube, ich würde sich mal in Willow gehen. Nicht in Atlas. Nicht in Willow. Der will mit Atlas rechnen. Katwende, okay. Nehme ich. Jetzt fällt mir in irgendwas, was vielleicht langsamer ist. So. Okay, Pantyfrost soll jetzt nicht gehen, aber. Was hat denn er noch? Raichu wird jetzt wahrscheinlich reinkommen. Tipp ich es auch mal. Wobei jetzt ich auch nicht weiß, ob ich gescarft bin. Kann er aktuell noch nicht wissen. MVP wieder Raichu. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich sehen, dass ich in Rhyperior gehe, aber ich will jetzt eigentlich Willow noch nicht abwerfen. Wenn jetzt so ein Spukball würde halt Raichu killen. Spukball würde jetzt safe killen. Aber eben wenn er jetzt auf den Surfer geht, weil er Rhyperior predicted, wäre das übelster Play. Ich probier's. Triff Sibli. Voltwechsel. Tankst du? Triff Sibli. Okay. Leute, das war der erste Auftritt von Triff Sibli. Ah, miese. Aber wie gesagt, Game worked gerade bisher noch. Ist okay. Rachi kommt. Ich gehe einfach mal in Atlas. Energieball habe ich meine. Also, falls er den Energieball hat, habe ich meine Windowberry. Und dann gehe ich jetzt einfach mal aufs Erdbeben. Er hat gerade hier nichts, was zu 100% safe reinkommt. Hier kann jetzt auch ein Feuerschlag kommen. Und den würde Fuyal auch nicht gern tanken. Ich glaube, ich auf einen Eishieb gehen soll. Aber ich will auf Erdbeben gehen. Ich will aber, dass er jetzt gerade keinen Safe-Switch hat. Cardfender, okay. So, was kommt? Was holst du jetzt rein? Mit was rechnest du? Okay, kommt jetzt Fuyal rein. Wir haben mal die Windowberry. Wir tanken alles von Fuyal. Sibylle, das ist Fuyal. Alter, das ist resisted. Rhyperior, please. So, Ice Heap. Wir haben die Window. Blattgeißel, Window. Plus Solid Rock, wir sollten das safe tanken. Also jetzt irgendwie. Gebandet ist er nicht. Tanken wir. Ice Heap go. Go. Fuyal auch weg. Und ich kann jetzt auch nicht groß irgendwas von wegen Item abgewinnen bei dem, weil. Wir haben halt jetzt nur eine Blattgeiße gesehen und wissen jetzt auch nicht, ob der jetzt groß gescarft war oder so.
Ich habe aktuell noch das Jirachi wahrscheinlich gescarft, das Pandifrost hat wahrscheinlich die Boots und Gastron Windowberry oder sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Jirachi kommt rein. Wahrscheinlich mit dem einen mitnehmen. Sache ist, ich nehme ich gerne. Weil dann komme ich in Galoppa rein und kann vielleicht mal seinen Gastron rein reinholen. Weil der wird, wie gesagt, scarft sein, wenn der auch so aggressiv in meinen Trikipalo reingeht. Ich jetzt ein Cassie. Jetzt überlege ich, ob ich direkt auf den Flareblitz gehe oder direkt auf die Solarblade. Und ich bin ja echt verlockt, direkt auf die Solarblade zu gehen. Und das heißt, mache ich auch. Jetzt seht ihr die Solarblade in Gastor ins Gesicht. Go. Ist ein Gastoran, oder? Ja, Gastoran? 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 Dann Gastro, ja. Den haben wir, oder? Nice, Solarklinge. Absolut Sonnenlicht. Energiekraut. Galoppa. Yo. Solarklinge, fick ihn. Boah, einmal so ist schon fett so. Nice. Gastrodon auch weg. Die Pet funktioniert mal wieder. Ausnahmsweise. MVP kommt wieder. Ich hab Flammenblitz. Wollwechsel sollten wir tanken. Jo, Wollwechsel tanken wir, oder? Jo, und irgendwas rippt jetzt, je nachdem. Wenn wir durchkommen, rippt jetzt irgendwas. Wenn wir durchkommen, rippt jetzt irgendwas. Entweder Ratchet oder Pantifrost. Galoppa, du bist so geil, holy shit. Leute, ich liebe das Ding. Ich liebe es. Sehr gutes Pferdchen. Sehr, sehr gutes Pferdchen. Bisher hatte ich mit Pferdchen eine sehr gute Erfahrung in Ultimate, muss ich sagen. Pambos Zebras in der ersten Season, hatte ich in der zweiten Pferdchen. Ich meine, mein zweites Season kriegt man nicht mehr so im Kopf. Sub-Zero, das ist Pantifrost. Und der sollte jetzt eigentlich down gehen, wenn wir durchkommen. Jo, Flammenblitz. Galoppa, go. Nice. Okay, er kriegt er wahrscheinlich nicht groß gemeldet. Also eine Beria oder so haben wir jetzt ja auch nicht gesehen. Ja, damit ist Galoppa weg. Wir kriegen jetzt ja auch den Safe-Switch damit dann. Und dann können wir jetzt entscheiden, ob wir jetzt in Inara oder in Bug gehen. Imani will ich hier gerade nicht reinholen, weil Rachi schneller ist. Und da, wir aktuell eh schon genug Wasser-Pokémon in der Killrangliste haben, gehen wir einfach mal in Inara und drücken den, die Dynadrill Run. Wir können in der Dynamax nicht flinchen. Und hören jetzt auch mal einen Dynaerdstoß. Und damit. Ich sehe gerade nicht, wie wir es verlieren sollen. Außer ich throw jetzt wieder um was komplett. Aber ich sehe gar nicht, was ich throwen sollte, weil Raichu hat eh keinen Luftballon. Raichu auch nicht. Raichu, irgendwas, ja. Ich hätte ja auch erstmal auf eine Gigamelodie gehen können, aber. Nee. Machen wir es schnell. Holen uns jetzt den Spätzlefuß, vor allem gegen Raichu dann. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwas mit Toxic kommt, was wir typisch haben gegen Lapras, aber. Ja. Lapras? Dynamax. Oder Giga Dynamax. 410 KP, so muss das. So. Der wird schneller sein als wir. Eisenschädel, flinchen können wir nicht in der Dynamax, wie gesagt, glaube ich zumindest. Oder? Ja. Grüner Erdstoß. Wir tauchen mal eine Runde. So, Spätzlefuß. Lefties. So, nochmal Düne Erdstoß. In den Reitstab, den können wir dann drücken, was wir wollen. Gehen wir dann einfach um die Gigamelodie. Auch weil der Move halt nochmal wunderschön aussieht. Der Eisenschädel kommt nochmal. Wir können eh nicht flinchen. Düne Erdstoß. So, Matschi ist damit auch weg.
Wir sind jetzt auf plus 2 Spätzle, falls Reitschlag hat absolut keine Chance, uns aktuell zu killen, weil wir aktuell noch in der G-Max sind. Kann natürlich sein, dass er jetzt irgendwie noch einen Protect hat oder so und dann Runde drauf einfach crittet oder so. Durch einen Aurora-Schleier und die plus 2 Spätzle durch. Zu geil, Shiny Raichu. So. Lapras ist so cool, Mann. Lolle, G-Max Lapras, draftet den. Der tankt wie ein Gott. Okay, der ist auch plus 2 Spätzle, aber egal. So. Haben wir einen Donnerblitz und dann kommt die Giga-Melodie. Der Signature. Und damit gewinnen wir mit 3:0 gegen Blocky. Zumindest soll es alles weg sein, oder? Ja. Rachi haben wir gerade weggeholt. Jetzt ist Raichu auch weg. Jo. 3:0 gegen Blocky. GG, Mann. GG. Das war ein geiles Match. Und es ist nicht nur, weil ich mal wieder gewonnen habe, sondern allgemein, ich liebe es mit diesem Team zu spielen, oder? Drift Sleepy hat jetzt zwar nicht unbedingt zeigen können, was es kann, aber ja, das ist eher zweitrangig hier. Wir haben mal wieder gewonnen im UET. Kampf war jetzt nicht unbedingt der längste, aber wie gesagt, ich glaube, der war sich ganz ansehnlich. Und Leute, weil ich aktuell wegen, ist wahrscheinlich jetzt eh nicht groß, irgendwie in den Kommentaren jetzt hier zu sehen, aber Leute, man hört ja gerade wegen GPL und so alle mega rum und wegen dem Timer. Es wird nicht jeder Kampf in absoluten Timer-Stall ausarten. Folglich, ein Chess-Timer ist absolut nutzbar. Schaut hier in die Liga rein. Wir hatten Timeouts da maximal, wenn am ersten Spieltag, als das System hier nicht ganz funktioniert hat und man dann einfach über die normalen Kämpfe gespielt hat. Aber sonst, mit diesem Chess-Timer gab es bisher noch keine Timeouts. Also macht euch jetzt keine Gedanken rum. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Kampf gegen Blocky. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche beim hoffentlich nächsten Win. Oder Mitte der Woche dann bei FIFA, PMD oder Pokémon Renegade Platinum. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.